So. Das ist jetzt eine Entenbrust. Ach, heiß. Das ist die Entenbrust, ja. Die müssen wir aber ausmachen. Brauchst du noch mal den Ofen? Nein, den brauche ich jetzt nicht mehr. Das wir etwas abkühlen lassen. Ja. Schön. Wir am besten gleich mal hier rauf. Toll. So. Wie lang war die drin? Jeweils 20 Minuten etwa. Wollen wir denn was trinken? Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir ein Bellini zusammen trinken. Ah, das ist toll. Das ist was Klassisches. Das kenne ich aus Venedig. Haris Bar, Cipriani. Cipriani. Ja, der Meister. Ich liebe auch sein Kochbuch sehr, muss ich sagen. Und da ist auch der Bellini beschrieben. Und manchmal mache ich ihn. Ich muss auch sagen, Arrigo Cipriani ist ja eigentlich fast eine Kultfigur. Ja. Also der ist ja eigentlich der Vater aller Cocktails. Ja. Und du bist doch der große Cocktail-Experte. Hast du nicht gearbeitet in der Bar? Ja, also das ist ja auch eine große Leidenschaft von mir. Ah. Also Cocktails. Aber ich habe ja auch gehört, dass du einen Whisky Sour auch sehr gerne. Das schätze ich. Ich bin überhaupt kein Cocktail-Fan, muss ich sagen. Aber Cipriani mit Bellini kann mich begeistern. Und wenn schon einen klassischen, dann ein Whisky Sour. Das ist auch eine schöne Sache, weil das ist so eine straighte, weißt du, es ist so, ich mag diese nicht so mit Kokosmilch und diese ganzen Sachen und Sahne und so. Nein, also ich muss sagen, also ich bin auch ein Fan von den ganz klassischen. Klar. Also auch, ob das ein, es könnte ja auch ein Champagner-Cocktail, wie French 75. Da gibt es auch ein paar schöne. Da gibt es auch ein paar schöne. Und das zeigt natürlich auch eine gewisse Art von Kultur, von Geschmack. Also ich muss da sagen, also Cocktails sind ja sehr spezifisch für Menschen, für Charaktere. Also wenn man lange genug hinter der Bar gestanden hat, merkt man, wie unterschiedlich die Menschen sind. Merkst du, wenn einer reinkommt schon? Und dann kann ich sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht ein Daiquiri vielleicht trinkt oder einfach ein, ja. Ich meine, es gibt dann welche Frauen, die dann gerade solche cremigen Sachen trinken. Ja, das mein Lieber, wir müssen losziehen. Ich hole mal Gläser, die habe ich auch im Kühlschrank, schön kalt. Aha, hier ist der Gute. Jetzt, also dieser Bellini ist ja eigentlich sehr einfach. Erklär mal, was du da hast. Glaube ich, aus weißen Pfirsichen, ne? Aus weißen Pfirsichen, ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass es weiße sein muss. Die muss man schälen. Ja, geschält. Und ich will nur mal eben, die sind anders als die gelben. Man schält die, tut etwas. Ja, nicht? Das ist ja dieser klassische, früher, als ich klein war, gab es überhaupt nur weiße. Und dann haben die in diese komischen Gelben umgewandelt. Ich weiß gar nicht, was das für Züchtungen sind. Ja. Und die schmecken natürlich fantastisch. Die hast du püriert? Die habe ich püriert. Da tut man dann noch ein bisschen Apricot Brandy rein. Apricot Brandy. Und etwas Grenadin kann man da rein tun. Das schmeckt dann muss aber nicht gut. Also weißt du, wie ich ihn mache? Ich mache ihn überhaupt nur zu Hause mit. Ohne Apricot Brandy. Alles nur dieses Mousse von Pfirsichen und fülle auf. Bei Cipriani, der füllt ihn ja mit Prosecco, ne? Das macht man in Italien eigentlich in der Regel immer so. Aber dies hier ist ein der Zero, das ist ein Sekt, ein deutscher Sekt, ein Cuvée, der hat nicht nochmal dieses, beim Sekt kommt ja immer noch so was drauf, hat man mir neulich ganz kompliziert erklärt. Und dieses ist sozusagen ein purer Sekt und deswegen glaube ich, dass das auch ganz gut passt. Ja, der muss nur sehr trocken sein. Ja, das ist er. Wenn er sehr trocken ist, das natürlich. Weißt du, dass der Cipriani schreibt, dass er jetzt diese Pfirsichsache aus Italien, aus Frankreich kauft, tiefgefroren. Und deswegen kann man das ganze Jahr trinken. Das kann man wahrscheinlich auch einfrieren. Das kann man ja, kann ja eigentlich alles gut einfrieren, solange es kalt genug ist. Ja. Schon, da ist es schon, oder? Das ist ein Cocktail, der wird nicht gemixt im Mixer. Nein. Einfach so. Eieiei. Ah, herrlich. Das ist herrlich. Ah, daran kann man sich gewöhnen. Du musst noch ein bisschen warten mit deiner Ente. Ich muss jetzt, ja, mach ich meinen Fisch. Ich könnte sie vielleicht schon mal anfangen, ein bisschen zu schneiden. Ich glaube, dass ich zunächst mal schnell meinen Fisch mache. Ja. Und wir nicht zu viel parallel machen. Okay. Ne? Ich mach dann schaue ich mal zu. Du guckst einfach jetzt mal hier ein bisschen zu. Ich habe Kabeljau, also ganz einfachen Fisch. Keinen teuren Fisch. Und es ist sehr, sehr einfach, was ich da mache. Ich muss nur das anmachen, das Wasser. Es muss kochen.
Gute alte so. Gasherd. Ja, Gasherd. Gasherd ist fantastisch. Ich mache zweierlei. Und zwar, beides ist fischexotisch. Das eine ist mit Ingwer. Mhm. Frisch natürlich. Das bleibt hier immer hängen. Siehst du so? Und dadurch wird dieser eigentlich sehr einfache und billige und auch nicht sehr, sehr intensiv schmeckende Fisch, der wird dadurch natürlich aufgewertet. Man muss das mögen, diese exotische Sache. Man kann das auch genauso unexotisch machen, indem man einfach Kräuter, deutsche Kräuter drauf tut. Aber ich mache es jetzt. Ja, das ist ja das Schöne am Fisch, dass man das eigentlich immer sehr einfach und schnell zubereiten kann. Und das eigentlich immer sehr gut schmeckt. Die meisten haben Angst vor Fischen, denken, das ist komplizierter, aber es ist einfacher überhaupt, als Fleisch. Überhaupt. Das sind diese rosa. Also das einfachste Beeren ist ja eigentlich Sushi. Ja, Sushi. Das ist man gleich roh, da macht man überhaupt nichts mehr. Du liebst das Sushi? Ist ja auch ich liebe Sushi. Das ist eine Glaubenssache. Ich muss ja sagen, also man liebt es und man liebt es nicht. Ich sag ja, es ist eine Glaubenssache. Und wir haben jetzt gerade 2 Monate in Amerika gedreht, auf Maui. Ja. Wir produzieren ja da die Vorhaben für die Serie, ja? Gegen den Wind. Gegen den Wind, ja. Und da kann man ja sogar Sushi in allen Variationen sogar im Supermarkt kaufen. Nee. Ja. Das ist und das war natürlich für mich wie im Scharaffenland, weil ich habe mich eigentlich ausschließlich 2 Monate lang nur mit Sushi ernährt. Jetzt muss ich dir kurz erklären, ja, was ganz wichtig ist, ist, dass man das jetzt so fest zumacht, dass kein Wasser reinkommt. Denn das wird ja jetzt in Wasser gelegt. Also ich habe es jetzt hier richtig schön fest. Ja. Ne? Und jetzt mache ich es hier so und mache es richtig fest zu. Sonst ist nachher Wasser in der Folie und das ist nicht so gut. Halt, ein bisschen streichen. Aber dann sollte dann auch nicht zu viel Wasser eigentlich da drin sein, oder? Guck mal, es ist ganz wenig Wasser drin. Es ist heiß, 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 Vorsicht. Ah ja. Siehst du, nur... Es wird also quasi gedünnt. Es wird eigentlich mehr im Dampf gemacht. Es ist nicht so. So, und da habe ich jetzt die berühmte Koriander. Die chinesische Petersilie. In China machen die auf alles Koriander. Ach, ich habe noch Salz vergessen, siehst du? Und ein bisschen Zitrone. Hätte das. Das Salz ist hier, ne? Ja. Das ist hier. Und was gibt's dazu? Dazu gibt's sonst gibt's dazu alles Mögliche. Da kannst du Reis dazu machen. Da kannst du. Das andere müssen wir nachher salzen ein bisschen. Mache ich jetzt nicht nochmal aus. Aber sieht das schön aus, ne? Das sieht sehr schön. Sieht schön aus. Du, da mache ich alles Mögliche. Weil ich finde auch sehr schön einfach nur Kartoffeln. Ganz klare Kartoffeln, ein bisschen in Butter geschwenkt oder so. Aber wie wir hier sehen, haben die Japaner bzw. die Chinesen uns ja einiges vorausgehabt. Ja. Also jetzt nicht nur beim Fisch, den sie jetzt roh gegessen haben, sondern die haben ja auch die ersten Nudeln erfunden. Ja, ja, wir glauben immer, die kommen aus Italien. Das ist nicht wahr, ne? Die kommen eigentlich aus Japan. Die ersten Nudeln sind in Japan. Ja, die Asiaten sind ganz weit. Die Italiener haben sie natürlich nur perfektioniert, würde ich mal sagen. Ja. So, jetzt muss ich die Uhr einstellen. Ich denn die Uhr. Das war, glaube ich, wie viele Minuten war denn das? 13, ja. So. Wunderbar. Jetzt kannst muss du ich mal loslegen. Mich meiner Entenbrust widmen. Also nicht meiner, aber dieser hier. dazu brauche ich. Das sind meine Finger vom Fisch. Ja. Fischgeruch. Und die Nudeln, diese klassischen. Ich habe mir eigentlich gedacht, warum mache ich keine Spaghettis? Aber Spaghettis, ich meine, das ist ja schon so normal. Da habe ich mir gedacht, ich mache mal Pappardelle. Pappardelle. Aber darf ich dir etwas sagen? Ja. Ich bin da immer verwirrt mit diesen Ausdrücken. Also ich hätte diese für Fettuccini gehalten und die etwas breiter für Pappardelle. Aber ich glaube, man kann ja nicht mit dem Zentimetermaß rangehen. Also du würdest die Pappardelle nennen. Das sind Pappardelle. Du bist ja halb Italiener. Deine Mutter ist Italienerin. Ja, wir kommen aus dem Tessin, ja, aber aus Lugano, aber aus italienischen italienische Schweiz. Genau. Ja, aber also, doch. Italienisch ist meine Muttersprache sozusagen. Eben, glaube ich dir, dass das Pappardelle sind. Ja. Naja, und das ist ja auch eine ganz große Leidenschaft von mir, diese Nudeln.
Ja, überhaupt Kochen ist eine Leidenschaft von dir, oder? Ja, also gerade die italienische Küche liebe ich. Als wir uns neulich anlässlich von Boulevard Bio kennengelernt haben, da haben wir anschließend, glaube ich, nur noch über Kochen, Essen, Wein gesprochen. Es ist ja eine Lebensphilosophie. Also Essen, finde ich, gehört, ist einer der wichtigsten Bestandteile. Aber da bist du natürlich wirklich ein Italiener. Da bin ich absolut Italiener. Ja, eigentlich müsstest du mal eine Serie machen, wo du entweder einen Barmann spielst oder einen leidenschaftlichen Koch. Dann könntest du das sozusagen verbinden. Ja, das ist eigentlich auch ein großer Traum von mir. Ja. Aber das müsste man dann klassisch auch in Schwarz-Weiß filmen, glaube ich. Eigentlich ja. Also da muss man super. Diese Geschichte dann auch erzählen, wie sie war. Vielleicht sollte man wirklich mal Arrigo besuchen und ihm vorschlagen, seine Geschichte zu verfilmen. Ja, das also es ist ja eigentlich die seines Vaters. Die seines Vaters, er hat sie ja nur übernommen, ja. Richtig. Das Cipriani. Ist so, es wird jetzt Zeit, dass ich die Zutaten in die Pfanne gebe. Ja. Dazu. Soll ich dir die Pfanne hier mal anmachen? Bitte, ja. Dazu nehme ich etwas, ich mache auch das Nudelwasser mal an. Das ist auch gut, ja. Das ist auch wichtig. So, Olivenöl. Das ist ein sehr ganz, ganz tolles Olivenöl aus Spanien. Mal ganz wenig. Man ist ja immer bei spanischem Olivenöl, zuckt man immer kurz mal, weil es ja mal diesen Skandal gab. Aber das war natürlich nur, den gab es woanders auch. Es gibt in Spanien genauso Gutes wie in Griechenland, wie in Italien. Natürlich, meistens nimmt man Italienisches, aber es gibt am Mittelmeer überall gutes Olivenöl. Hängt immer von der Firma ab. Das war wie beim Wein natürlich auch. Wein, österreichischer Wein, großer Skandal, deutscher Weinskandal. Trotzdem gibt es gute Weine da. Also wir wissen ja, ich glaube, wir wissen ja nur ganz wenig von dem, was da eigentlich wirklich betrieben wird. Aber deswegen sollte man sich gerade bei Wein immer auf diese großen Familien, Traditionen eigentlich konzentrieren, wie Gaia oder Ferrero oder Avignonese, dann mein Lieblingswein Tignanello. Der kommt vom Marchese Antinori und so in Italien. Ich bin ein großer Fan roter italienischer Weine. Ich trinke überhaupt keine weißen mehr. Die haben mir zu wenig Säure. Der deutsche Riesling hat mich versaut. Also ich muss ja sagen, ich liebe ja auch den italienischen Wein. Auch weißen? Also Brunello. Aber das ist eine rote, oder? Habe ich weißer gesagt? Nein, roter Wein. Ja, klar, roter Wein. Brunello ist eigentlich, oder ein Terricci. Ach, herrlich. Es gibt, also selbst der französische Wein kann er nicht mithalten. Ach, naja. Also, zurück zum Kochen. Ja. Was kommt da jetzt rein? Da kommt jetzt mein... Sag mal, die hast du vorhin, habe ich gesehen, blanchiert. Ja, man schneidet sie ganz also dünn. Also Zucchini... Sellerie. Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Petersilie. Und das sind schwarze Oliven ohne Stein. Ja. Gut. Und so. Die hast du blanchiert. Blanchiert heißt einfach ein bisschen in heißes Wasser. Ja, eine Minute lang in brunnen das Wasser mit etwas Salz. Ja. So, jetzt trinken wir noch einen Schluck und dann geht's los. Hier. Das darf jetzt nicht zu heiß sein. Ist sehr gut. Ich glaube, irgendwie, darin könnte ich baden. Ja. Aber das ist ja nur ein Aperitif. Das Problem wäre, dass ich nur das Badewasser dauernd schlucken würde. Ich mache das mal etwas kleiner. Klar. Ein bisschen Zucchini. Zu viel. Wird das eigentlich irgendwie abgelöscht dann mit irgendeiner Flüssigkeit? Kommt da noch was Gutes rein? Ja? Rotwein natürlich. Oh, wunderbar. Rotwein natürlich. Der gleiche, den man trinkt. Nein, nicht denselben, den man trinkt. Denselben sogar. Schön, das sieht auch so wunderschön aus, diese Farben. Ne? Mhm. Toll. Ich bring mal so ein Holzteil. Falls du das nachher hier ein bisschen rühren willst. Ja. Ich habe jetzt eigentlich... Du machst die Zwiebel nicht vorweg. Eigentlich sollte man die vorweg machen, aber ich habe festgestellt... Dann wird die braun, bis das andere dann dazu kommt und so. Deswegen ist nämlich vom Geschmack her... Das ist ein bisschen höher. Ja, etwas. Ja. So. Jetzt brauche ich einen Rotwein, der steht hier. Mm. Den hast du mitgebracht? Was? Nein, den habe ich nicht. Haben wir den besorgt? Den habe ich nicht mitgebracht. Gut.
Das ist ein Coturon. Das kann man natürlich machen mit jedem guten Rotwein. Das ist ein sehr schöner, den probieren wir auch gleich. Mhm. Ein Chapoutier Coturon. 94. Ich habe festgestellt, vor allem auch bei den Preiswertern ist der Coturon ein sehr, sehr schöner Wein. Sehr schön. Er hat nicht diese ganz großen Lagen wie im Bordeaux und so, hat sehr angenehme. Nee, weil es ein sehr junger Wein ist, der eigentlich auch, also vom Preis her, sagen wir mal. Ja. Also auch so, wenn du offene Weine im Lokal trinkst, ist meistens, wenn es einen Coturon gibt, ist der sehr angenehm. Es gibt sogar, ich habe einen sehr, sehr guten spanischen Wein neulich mal probiert. Auch ein sehr, sehr junger Wein, der war richtig gut. Und zwar nicht nur Rioja, die sind bekannt, aber Navarra und so, da gibt es andere Gegenden. Ganz wunderbar. So, jetzt tust du jetzt ein bisschen Wein rein, einfach so. Und jetzt kommt erstmal das Fleisch. Wunderbar. Und das ist ganz wichtig, dass das hier... Dass das hier rosa ist, das Fleisch. Ja, das ist rosa, natürlich. Also ich schmeiß das hier einfach mal. Von wem hast du eigentlich kochen gelernt? Ich muss sagen, also ich habe... Oder hast du überhaupt von jemandem kochen gelernt? Oder bist du ein Autodidakt? Nee, ich hab mich von meinem Nonno, also meinem Opa, inspirieren lassen. Ja, da ist so ein Holzteil. Genau, danke. Denn... Von deinem Großvater. Ja. Das ist ungewöhnlich. Ich dachte, in Italien kocht kein Mann. Doch, also sie lassen sich das meistens am Wochenende nicht entgehen. Wenn die große Familie zusammenkommt, muss Papa kochen. Und der konnte das sehr, sehr gut. Und der konnte es gut. Und was war das? Erinnerst du dich noch an die erste Sache, die du gekocht hast in deinem Leben? Das waren Tortellini. Tortellini. Aha. Nee, Ravioli. Ravioli. Ravioli war sehr klar, klassisch. Ravioli mit Knoblauch und Basilikum, frischem Basilikum. Mm. Ich war immer so fasziniert. Wir haben diese Berge von Pasta oder auch Ravioli da immer aus diesen Töpfen, in diesen riesen Töpfen. Er hatte auch auf Gas gekocht. Ich kann mich noch erinnern, es war eine ganz alte Wohnung, italienische Wohnung in Lugano. Schön. Und irgendwie, das hat mich inspiriert und irgendwie hat es mir gefallen. Ich wollte ja dann auch. Eigentlich habe ich mir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob ich das wirklich beruflich machen soll. Koch? Ja. Ach, ich glaube, das war richtig so, was du gemacht hast. Aber ich glaube, ich bin nicht der Mann, dafür genieße ich es zu sehr, damit ich irgendwie... ich glaube auch, es ist viel besser, das zu genießen. Lass du mal die Nudeln rein, ja? Ja. Also die Nudeln, die... Parpadelle. Parpadelle. Salz ist, glaube ich, schon im Wasser, ne? Das ist schon im Wasser, so. So, und jetzt muss ich die zweite Uhr einstellen. Das sind ganz frische übrigens, die brauchen nicht sehr lang. Ja. Ach, da ist jetzt ein bisschen Rotwein dran. Das ist ein bisschen Rotwein, das müssen wir jetzt. Kann man das mal irgendwie. Das ist ja. Da kommt man schlecht dran. Sieht gut aus, aber. Ja. Ist besser, wenn die hier wären, ne? Ja. Pass auf, was willst du? Höher. Heißer. Größer. Ne, jetzt hast du es ausgemacht. Oh, kleiner, das war die falsche. Nee, nein. Du hast es zu weit. Das ist. Ich halte es jetzt heiß mal geworden. So. So, jetzt ist es höher, geht's nicht. Aber ich sehe gerade an meiner Uhr, mein Fisch ist gleich fertig. Prima. Dann könntest du es nachher rüberstellen, das ist die größere Flamme. Und die habe ich auch groß jetzt noch gemacht. Ein bisschen, ja, das kocht. Wunderbar. Jetzt. 5 Minuten hier, noch 2 Minuten. Wunderbar. Bist du denn ein Fan von Oliven? Ja, kannst du alle rein. Nein, kannst du alle. Doch. Ich mal. Es gibt manchmal so ein bisschen so scharfe, die finde ich nicht so schön. Aber gerade diese schwarzen ohne Kern, ich kaufe die mir bei einem türkischen Metzger, die sind wunderbar. Die brauche ich für die Puttanesca. Für die Hurensoße. Da müssen die schwarzen Oliven ohne Stein rein. Also ein großer Traum von mir war ja wirklich auch irgendwann mal eine Bar im Stile von, sagen wir mal, Mischung zwischen Cipriani, Harry's Bar und Schumanns. Schumanns selbst zu haben. Selbst aufzumachen. Also eine kleinere Geschichte, aber... Aber ich glaube, auch bei Cocktails ist es wie mit dem Kochen. Es ist besser, sie zu genießen oder ab und zu mal in einer Bar vielleicht zu arbeiten, als eine eigene zu haben. Es ist ziemlich anstrengend. Es ist für mich eine große Leidenschaft. Aber ich mache das sehr gerne. Aber ich meine, ich denke nicht, dass ich dann jeden Tag da drin stehen würde. Ah, ja. Aber
Na gut. Dann ist es wieder gut. Weißt du, wenn man sich um die Toiletten kümmern muss und alles, dann ist es richtig harte Arbeit. Aber wenn man dafür alles Leute hat und nur den Namen hergibt und gelegentlich kommt und einen Cocktail mixt. Das ist schon ein Alters. Ich will ja immer in Weinberg im Alter und du hast dann die Telefon. Bar. Dann kommst du mich an meinem Weinberg besuchen und ich komme dich in deiner Bar. So, aha. Das hat ganz verkocht, das Wasser. So, dann können wir. Deins muss doch jetzt sicher ein bisschen ziehen. Genau. Dann können wir doch in der Zwischenzeit hier. Wunderbar. Hast du denn Teller? Ja, da. Hier oben, Adi, da sind die da. Teller. Das ganze Wasser ist verkocht. Ich habe eine Schere. Wo ist denn dieser Handschuh, den du vorher hattest? Hier. Das ist nämlich jetzt für die ganz wichtig. Da fließt das Wasser schon raus. Noch Wasser drin gewesen? Nein, das ist der Sugo. Ich habe doch viel Butter, Pesche. Butter und Pesche. So. Das ist nein, kein Wasser. Das sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir bei einem müssen wir noch ein bisschen salzen. Das war der mit dem Ingwer. Da hatte ich ja kein Salz reingetan. Dieser müsste erst gesalzen. Ganz schön heiß. Das muss dann auch noch mal. Ach, das wird aber auch schnell kalt, ist nicht mehr so heiß. Mal schauen, was die Nudeln machen hier. So, den müssen wir noch ein bisschen salzen. Aber sieht doch gut aus, oder? Sieht super aus. Wobei das natürlich schöner ist, einfach optisch, weil das Grün mit dem Rot natürlich toll. Weißt du, wir probieren einfach so. Das kommt hier natürlich jetzt ein bisschen schöner machen vom Ding runter. Von der Folie runter, aber durch ist er. Bisschen Butter sammelt sich an, wunderbar. Bei diesem habe ich noch keine Zitrone. Machen wir jetzt noch. So. Und? Alles okay? Probieren wir mal. Das ist ein Kabeljau, ein ganz billiger, einfacher Fisch. Aber der wird so aufgemischt. Wenig ist immer viel, egal in welcher, in welcher Lebenslage oder Situation. Ach, mit dem Ingwer ist das gut. Ohne Worte. Also. Schmeckt so gut, dass ich jetzt fast bei den Nudeln vergesse. Ja, nee. Heiß. Da müssen wir jetzt wieder. Aber was dieser einfache Fisch wieder aufgewertet wird. Die Nudeln brauchen noch, müssten noch eine Minute, zwei. Muss man hier runterdrehen. Alles runtergedreht, ja. Weil sonst wird der nämlich. Ich finde ja mit dem Ingwer fast noch besser, obwohl das auch toll beides ist. Gut. Beides ist eigentlich. Lecker, ne? Hervorragend. Ich tue jetzt da noch ein bisschen Wein rein. Sag mal, den will ich aber auch probieren, den Côte d'Or. Ich habe was viel Besseres. Du hast was Besseres? Ich habe was viel Besseres. Aha. Ja, irgendjemand hat mir gesagt, du hättest einen Wein mitgebracht, deswegen dachte ich, dass das der ist. Nein, jetzt kommt die Verwechslung oder was? Oder kein Wein oder was? Das sollte eine Überraschung sein. Gut. Diesen Wein. Ich lass mich überraschen. Also. Bin ich Meilen gelaufen sozusagen. Und diesen Wein, weil ich weiß ja, dass du gerne Rotwein trinkst. Ja, wir haben uns ja wirklich gefunden über dem Rotwein. Genau. Vor dem Rotwein haben wir uns noch gesiezt, nach dem Rotwein haben wir uns genutzt. Ich glaube, die Nudeln sind fertig. Ich gieße die mal ab. Ich hol mir jetzt diesen Handschuh wieder. Willst du sie abgießen? Ich gieße sie ab. Bitte schön. Da hinten ist ein Durchschlag. So. Du machst das ja spannend mit dem Getränk. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Rotwein sein wird. Da liegst du schon mal richtig. Ja, liege ich richtig? Da liegst du schon mal richtig. Ah, na ja, dann. Weil es gibt ja, ich bin jetzt zwar nicht, sagen wir mal, der absolute Rotwein-Profi, aber ab und zu so ein bisschen kann ich mir dann, weißt du was, einfach einen Teller drunter, wenn wir das rübernehmen, damit es genau so tropft. So, dann müssen wir das hier einfach. Ach, die tust du rein? Die tue ich da rein. Ah, das ist schön. Komm mal einfach hier. Ah.
Weißt du, ich gebe dir ein Holz. Holzlöffel ist besser. Weil das diese beschichteten Pfannen sind. Besser mit Holz. Das machen. So. Ah, das sieht ja toll aus. Und das schmeckt sich ja auch. Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte vielleicht den noch etwas dünner schneiden sollen, aber... Was, die Ente? Mhm. Ja, da hat man doch was im Mund. Sehr schön, ganz schön. Ich bin mal gespannt. So. Musst du noch salzen oder so? Oder? Nein, der kommt jetzt eigentlich nur noch... Was von dem? Ah ja, sehr schön. So. Dann bringe ich Teller. Ja. Und ich schlage vor, ich hole jetzt den Wein. Wo ist dein Wein? Den habe ich jetzt in deiner Vorratskammer versteckt. Gut. Weißt du was? Ich nehme die Teller darüber mit. Nimm irgend sowas hier. Was nehme ich denn? So. Ich werde dir jetzt noch nicht sagen, was es ist. Gut. Du wirst ihn einfach jetzt mal probieren. So. So, jetzt werde ich das machen. Wunderbar. Hier ist ein bisschen Sauerei, aber das macht Such dir nichts. Gerade einen Lappen. Hier ist sowas. Ah ja. Dann hebe ich das noch ein bisschen. So. Prima, jetzt brauchen wir nur noch Besteck. Ja. So, wo ist der Wein? Hier ist die Preisfrage des Abends. Was für ein Wein ist das? Das könnte ein Tignanello sein. Also es ist auf jeden Fall ein italienischer Wein. Genau kann ich ihn natürlich nicht. Ein Biondi Santi ist 1988er. Uiuiuiui. Das ist aber was Schönes. Also einer meiner Lieblingsweine. Ist auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Aber ich habe einen guten Freund, der auch mal bei dir in der Sendung war. Das waren nämlich auch zwei italienische Schauspieler. Und der eine hat ein Restaurant in Frankfurt, Sprigella. Mhm. Kennst du das? Lass uns anstoßen. Ja. Nein, das läuft gar nicht. Prost. Vielen Dank. Fürs Kochen. Ja, ich bedanke mich. Für diesen tollen Fisch. Super, super. Und der schmeckt natürlich sensationell. Ich kann gar nicht probieren. Ich habe schon probiert. Prima.